Ja, moin moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Death Stranding Director's Cut Edition. Wir machen weiter. Hatten ja hier gerastet, nachdem wir durch die Terroristen hier durchgefahren sind, auf dem Weg nach Mountain Knot City mit der Antimateriebombe. Wir müssen wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, weil jeder kleine Stoß hier bei den Steinchen und Unebenheiten können bedeuten, dass die Bombe hochgeht. Ja, wer einen Beweis davon sehen will, kann gerne in die letzte Folge reinschauen. Da hatten wir das wirklich 3, 4, 5 Mal, dass ich nochmal den letzten Speicherstand laden musste. Und jetzt erstmal eine Musik, die wir uns einmal anhören. Genießen wir das einmal. Hoffentlich geht das hier, wenn wir hier durchfahren können, irgendwie. Ja, geht. Okay, wenn ich mich zur Seite so neige, dann hebt er die Sachen leichter auf. Müssen irgendwie da hoch, Leute. Ich weiß nicht, ob ich das Motorrad stehen lassen soll. Oder wie kommt man da am besten hoch? Ah, okay, vielleicht hätte ich mal anders fahren sollen. Hier irgendwie durch. Oh, aufpassen. Ja, ihr seht, die Fracht wieder beschädigt durch die Erschütterung. Schneegebiet, krass. Diese kleinen Steinchen reichen schon aus, Leute, um die Antimateriebombe zu beschädigen, weil, ja, ihr seht, schon wieder beschädigt. Ganz langsam, Sam. Ja, wieder beschädigt. Da wieder Straßenbaugerät. Also hier kann man alles mit Straßen nachher zukleistern. Das wäre wirklich ein Luxus hier. Das wäre echt Luxus. Ich hab so Schiss, Leute. Ich speichere einmal ganz kurz, weil wir doch ein Stück weiter gekommen sind. Einmal speichern und dann können wir gleich weitergehen. Oder weiterfahren in dem Fall. Die Musik ist jetzt weg, glaube ich. Okay, geht weiter einfach. Da sieht man die City schon. Da ist das Verteilzentrum. Da können wir hin. Da müssen wir hin. Oh. Ich versuche auch gleich hier die Straße zu bauen, soweit es geht. Alle Materialien aus dem Lager rausholen gleich. Sehr geil, wir sind da. Oh, was ist denn das für ein Vorsprung hier? Sonst achtet man da nie so drauf, ne? Aber wenn man jetzt so eine gefährliche Fracht dabei hat, Leute, da muss man echt schon dreimal gucken. Aber wir haben es geschafft. Wir sind in Mountain Knot City. Sieht ziemlich klein aus hier. Ich dachte, das wäre jetzt so eine Riesenstadt hier, aber bis jetzt sieht das alles sehr klein aus. So, angeforderte Fracht abliefern. Dann haben wir es auch geschafft. Die Antimateriebombe abgeliefert. Lieferung abgeschlossen. Sehr geil. Es, geil. Gut geschafft. Bridges, was glaubst du, was du da machst?
Chirales Netzwerk oder die UCA interessieren uns nicht. What? Diese Stimme. Hörst du das, Mama? Hast du dir den Kopf angehauen, Mama? Deine bin ich ganz bestimmt nicht. Ist das klar? Na schön. Genug der Spielchen, Mama. Der Herr hat mich wohl nicht verstanden. Mountain Not City sagt dir und den UCA, dass ihr abhauen sollt. Wenn ihr weitermacht mit dem, was ihr tut, steuern wir direkt auf den nächsten gestrandeten Tod zu. Wir haben euch nicht hergebeten, um unser Leben zu diktieren. Darüber entscheiden wir selbst. Danke. Du sollst uns nur ab und an was liefern. Mehr nicht. Also sprichst du für die Stadt? Genau. Ich hab hier das Sagen. Mein Name ist Lochner. Warte, ich muss mit dir reden. Du bist eine Technikerin, oder? Hey, geh nach Hause und komm nicht wieder. Hör mir zu, verdammt. Ich brauche deine Hilfe. Aber wir wollen deine nicht, Bridges. Ihr macht alles bloß noch schlimmer. Okay, die hat keinen Bock auf uns. Tut mir leid, dass du dir das antun musstest, Sam. Sie hat dort das Sagen und scheut sich nicht, ein Machtwort zu sprechen. Wir brauchen sie und ihre Leute. Wir haben schon zu viele andere verloren. Ohne Mountain Not City bleiben das chirale Netzwerk und die UCA für immer unvollständig. Und jetzt? Also, die Sache ist die. Sam... Lochner ist Mamas Zwillingsschwester. Oh, okay. Ehemals Bridges 1 ist mit den anderen nach Westen gegangen. Zweite Gruppe, genau wie Mama. Natürlich heißt sie nicht wirklich so, sondern Morlingham. Beide haben Dooms und sind wissenschaftliche Genies. Mamas Fachgebiet ist vor allem die angewandte Physik. Lochner die theoretische. Mama hat die Cupid Hardware entworfen. Lochner die Software. Sie sagten, sie könnten über jede Entfernung kommunizieren. Angeblich aufgrund einer besonderen Verbindung. Keine Ahnung, wie das gehen soll, aber ich sage dir eins. Ohne sie gäbe es heute kein chirales Netzwerk. Sie waren sich so nah, dass manche sagten, sie seien wie eine Person in zwei Körpern. Vielleicht konnten sie den Cupid deshalb entwickeln. Aber nach Morlingens Unfall haben sie sich überworfen. Lochner hat Bridges verlassen und den Kontakt zu uns abgebrochen. Keine Ahnung, was zwischen ihnen war. Aber wenn wir Lochner nicht umstimmen, können wir unsere Rettungspläne für Amerika begraben. Nicht, dass ich wollte, dass du in ihrem Privatleben herumschnüffelst. Andererseits finden wir so vielleicht heraus, wie wir Lochner umstimmen. Was super wäre, denn ohne sie können wir unsere Rettungspläne für Amerika begraben. Falls dir in der Zwischenzeit irgendetwas einfällt, kannst du es gerne probieren. Okay, also sollen wir sie irgendwie umstimmen? Ja, das wird ja ein Spaß. Die Frau war nicht sehr freundlich und wir können ihr gar nichts machen, wenn sie uns nicht ins chirale Netzwerk reinbegleitet. Wir können nicht mal die zu liefernde Fracht anvertrauen. Oh. Wir können nicht mal hier das nutzen. Privaten Raum, also. Wie sollen wir das denn tun? Haben wir hier Standardaufgaben? Die können wir ja noch nicht mal annehmen, ne? Ne. Also, da bin ich jetzt ein bisschen ratlos. Was wir da machen sollen. Vielleicht ploppt ja gleich was auf, wenn wir hier rausgehen. Ja. Da hier sind auf jeden Fall ganz komische Häuser. Kann man da überall rein? Wir können mal testen. Sam, du hast doch deine Mails gelesen, oder? Falls nicht, könntest du wichtige Informationen verpassen. Dringende Mails haben gelbe Betreffzeilen. Lies auf jeden Fall wenigstens die. Hol das doch in deiner nächsten Pause nach. Wo soll ich denn hier Pause machen? Die Dame lässt mich ja gar nicht rein. Ah, hier. Ah, nee. Das ist das Straßenbaugerät. Gelbe E-Mails. Ja, wie soll ich die denn jetzt lesen? Wir haben ja nicht mal einen Bereich, wo wir uns hier ausruhen können. Straßenbaugerät, Online-Generator. Ey, das ist echt Online-Schutz. Oder da könnte ich hin, ne? Das ist ja mal echt nervig, dass die einfach sich nicht connecten lässt. Und uns das Leben noch schwerer macht, als es schon ist. Wir können ja nochmal hier gucken. Vielleicht gibt es ja hier irgendwas. Teer. Ich glaube, das hilft hier nichts.
Wir können ja nur mit dem Terminal quasi quatschen, ne? Oh, jetzt bin ich ein bisschen ratlos, muss ich ehrlich sagen. Die gelben E-Mails sollen wir lesen. Okay, das können wir ja machen. Wir gehen jetzt mal zu dieser Schutzhütte da und schauen uns die Mails einmal kurz an. Und schauen, wie wir diese komische Lockne rumkriegen. Genau, wir müssen hier durch. Ist jetzt wieder Name Mulgiweed an den Terroristen, aber nützt ja nichts. Wir müssen ja das machen. Und die einzige Stelle, die nah dran ist, wo wir die E-Mails lesen können, ist halt da, ne? Oh nein, wieder geht es hier. Diese Musik sagt schon alles, Leute. Dass wir wieder in diesem Scheißgebiet sind. So. Okay, das klappt. Okay. Come on. Ja. So, Leute. Da ist die Schutzhütte. Da können wir hin. Oder beziehungsweise da müssen wir hin. Jetzt sind wir wieder im chiralen Netzwerk. Ein Glück hat dein Spieler schon so eine Hütte gebaut. Da schauen wir uns die E-Mails an. Und vielleicht gibt es da einen Hinweis auf die Lockne. Auf irgendwas Privates von hier. Sagt der Die Hardman, dass es da irgendwie so eine Möglichkeit geben könnte. Schauen wir mal. Sehr gut, dass es überhaupt sowas hier gibt in der Nähe. Danke an den Erbauer hier an dieser Stelle. Und dann schauen wir uns das mal alles hier genau an. So, wird vielleicht ein bisschen langweilig für euch, weil wir jetzt die ganze Zeit diese E-Mails uns angucken werden. Und ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Von daher könnte es ein bisschen langweilig werden. Ich hoffe, ist jetzt nicht so schlimm für euch. So, schauen wir uns mal alles hier an. E-Mails. Oh, chirale Künstlerin. Guck mal, wie viel wir haben, Leute. Die E hat sich mir anders vorgestellt. Lieber Sam, hast du Amelie schon getroffen? Ich hoffe, du hast... Ich überfliege das alles so ein bisschen, ne? Dass ihr Bescheid weißt, ne? Nur die Grunddinger werde ich durchlesen. Ich hoffe, du siehst wieder, sie wird deine Erinnerung gering. Ich hatte so viel Glück. Es tut mir leid, aber ich habe es einfach nicht mehr in meinen... Ich bin zu meiner Mutter zurückgezogen. Es war schrecklich, den Weg alleine zu, aber ich. Vielleicht hätte ich irgendwie. Ach krass, sie ist wieder zurückgegangen, diese chirale Künstlerin. Ich habe die ja hingetragen gehabt zu dem Schrotthändler und die waren verheiratet und jetzt sind die wohl wieder getrennt. Krass. Die Leute halten Bridges für eine Terrororganisation. Charles Kahn, das ist der Neue. Ich hoffe, dir geht's gut und du bist motiviert, Sam. Irgendwie das könnte ein Torschlag gewesen sein. Es hat mir irgendwie umgehauen. Mit Fort Ostküste angreifen, aber auch hier verschleiert sich die Lage, als wir kamen in die Ecke. Und deswegen sind wir. Doch, damit nicht genug. Jetzt müssen wir uns auch noch. Okay, das ist nicht so wichtig. Victor, auch GDs haben Schwachstellen. Hey Sam, ich weiß, du kommst bestimmt gut klar da draußen und brauchst keine Hilfe, aber das hier wird dich interessieren, glaub mir. Erinnerst du dich an das große GD, mit dem du drüben im Port Nord City ärgertest? Das mit diesem goldenen Maskending, okay, kenne ich ja. Das war der erste Boss, als ich vermute, dass du den. Die Maske führt mich direkt zu seiner Schwachstelle. Weißt du, als ich gehört habe, dass ein GD Igor auf dem Gewissen hat, habe ich ein paar Nachforschungen angestellt. Igor war der Typ am Anfang im Spiel. Konnte ich natürlich nicht einfach so vergeben. Wir haben so einen Punkt des großen Mann an Chiral und nehmen einen Gullen. Goldene Leuchten. Wenn die kommen, dann. Das sind wohl ihre Schwachstellen. Naja, ich glaube, es ist das bei dem Kind. Das ja. Triff sein Maul und du wirst ein schönes Feuerwerk sehen. Ich meine, das ist ja auch keine Atomphysik. Besteht immer die Chance, dass du ein inneren Organ. Langer Rede, kurzer Sinn. Konzentrier deine Feuerkraft auf die goldene Maske. Ich zähle auf dich, Sam. Mach diese Schweine für mich platt. Für Igor, gerne. Würdest du für mich mit Mama sprechen? Aaron Hild.
Würdest du für mich mit Mama sprechen? Gute Nachrichten, Sam. Diese Antimateriebombe sollte die Ausbreitung des Teers stoppen. Danke dafür. Hast du echt den Allerwertesten gerettet. Doch ich konnte keine Verbindung mit dem Cupid herstellen. Lockness schaltet sich ein, um mich aufzuhalten. Sie arbeitet zwar nicht mehr bei Bridges, hat aber trotzdem noch das Sagen hier. Danach konnte ich nicht mehr viel ausrichten. Ich kann sie ja nicht einfach ignorieren. Weißt du, sie hat sich sehr verändert, seit Mama in diesen ganzen Terrorismusgeschichte hineingezogen wurde. Das ist natürlich verständlich angesichts ihrer Beziehung. Auch wenn es mich eigentlich nichts angeht, muss ich dich fragen, würdest du wohl Mama besuchen und mit dir darüber sprechen? Ich glaube, sie könnten sich wieder zusammenraufen, wenn sie bloß wieder miteinander sprechen würden. Solltest du sie aufsuchen, wirf vorher einen Blick in deinen privaten Spind. Ich habe dir ein paar Vorräte hineingelegt. Sie sollten dir helfen, Mamas Labor gesund und munter zu erreichen. Danke nochmal, Sam. Sehr geil, danke dafür. Auf jeden Fall müssen wir zu Mama. Was, ein Pizza? Eine weitere dringende Bitte um Pizza. Mein lieber Sam, ich bin es, dein ergebener Bewunderer und gehorsamer Diener Peter Engelert. Es ist dir doch gewiss bewusst, aus welchem Grund dieser Körper. Ah, natürlich nicht. Es wäre schon. Engelblüse, wenn es mal hier, wie du vielleicht mal. Das ist für uns eine Sache. Eheschließung, eine Pizza. Ich hoffe doch, du immer sofort. Aber wie könntest du? Es ist eine heilige Jahreszeit, will er eine Pizza haben. Die Pizza sollten bereits bei den Zeitringbauern bereitstehen. Sie haben den Weizen für den Teig bereitgestellt. Und ich glaube, sie haben obendrein auch eine Flasche ihres fantastischen Bieres dazu gegeben. Wie immer, vielen lieben Dank, du bist wirklich ein Heiliger. Zeitregenfarm, also das sind so Hinweise, sehr geil. Dein Partner, Bergungsanfrage. Ich habe den Kontakt zu den Boten verloren. Ich bin auf der Spur des dritten Chips, Sam, aber es gibt einen Haken. Wir machen jetzt hier mal weiter. Lesen hier mal, melde dich beim Verteilzentrum nördlich von Mount North City und schick dir den Auftrag zusammen mit Infos zu dem Gebiet, in dem es verschwunden ist. Okay, das ist wieder so eine Aufgabe. Der Alte vom... Ich erinnere mich an den gestrandeten Hund, als wäre es gestern gewesen. Überall Krater, die Kommunikation braucht zusammen, der Liefernetzwerk ebenfalls. Es gab keine Jungs von nebenan mehr, die einen alten Kerl hätten aushelfen können. Ganz zu schweigen von irgendwelchen Behörden. Nein, alle dachten nur an sich, zumindest alle, die nicht immer... Wegen diese Leute haben es auf sich und die Leute mit dem Westen, mit dem Fanden, ja... Über den Garten kosten, ja, und davon sind sie bekommen. Denn das Geld war schließlich das Papier nicht mehr wert, auf dem es gedruckt war. Von dem Bund. Aber es wurden weiterhin Vorräte. Klar, ein paar von ihnen wurden. Okay, das ist nicht so eine richtig wichtige E-Mail. Hier was Gelbes, das ist wieder wichtig. Bergungsanfrage von der Superzelle mitgerissene Ressourcen. Sam, ich habe gehört, du warst bei Mama. Also ich habe eine Anfrage für dich, direkt von Bridges. Es geht um Fracht seltene Metalle, die von einer Superzelle erwischt wurden und am Füße eines Wasserfalls nordwestlich von Sosnot gelandet ist. Du musst sie finden und in die Stadt bringen. Sieh dir den offiziellen Auftrag von Mamas Terminal an. Übrigens haben wir Augenzeugenbericht über ein kleines leuchtendes Objekt irgendwo dort in der Nähe erhalten. Es ist nicht Teil des Auftrags, es zu beschaffen, aber ich dachte vielleicht, er interessierte sich trotzdem. Ich trete ungern direkt damit an dich heran, aber wir können die Fracht nicht ewig dort liegen. Wir können die Fracht nicht ewig dort liegen lassen. Du bist der beste und einzige Mann. Okay, hier haben wir auch noch einen Auftrag bekommen. Kein Wegposten ist eine Insel. Ach, die Reparatur des Wegpostens reibungslos funktioniert hat. Die Sachen, die du uns gebracht hast, waren genau richtig. Mann, und jetzt sind wir auch Teil des Netzwerks. Kein Wegposten ist eine Insel nicht mehr. Wir können mit den Leuten drüben. Und so haben wir auch erfahren, dass die Gerüchte über Central Stream komplett ausgelöscht waren. Verdammt. Und wenn du denn nicht dort gewesen wärst, wären die Pläne der UCR den Bach runtergegangen. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Okay, das sind sehr viele E-Mails. Ach so, okay, bis hierhin. Dann werde ich alles mal überfliegen, so ein bisschen. Lass dich nicht anderen die Likes einmal abkassieren. Lass die anderen nicht warten. Machen wir weiter, Nick Aston. Komische Leuchtobjekte im Capital 19. Die Menschen dort haben auf den Dächern nahe der Isolation. Ich mache jetzt ein bisschen schneller, Leute, weil das ist ja wirklich sehr, sehr viele E-Mails. Das ist das mit dem Schimpfen, was die Realität bedeutet. Jake Wind sagt Emil, dass wir an sie glauben. William Lake. Alles über Prepper. Irgendwo sollten wir noch ein paar Aufzeichnungen drin. Okay, William Lake, du musst es richtig ins Zeug legen. Diesen zusätzlichen Service zu leiten, Menschen glücklich zu machen, die verschiedensten Klassen ist der wichtigste Teil des Ganzen. Achso, das Bewertungssystem, ja, das wird hier einmal nochmal erklärt. Die Boten schlagen zu, ja, hast du gehört? Eine Boten. Genau, das kennen wir ja schon. Der Alte, warum den Uzerbe? Na, kämpfst du da draußen weiterhin?
Eine bescheidene Bitte um Pizza. Schon wieder Pizza, bitte. Erste Tests der Evo-Devo-Einheit. Interessiere ich mich seit kurzem für die Ultradex. Heutzutage verbinden die meisten sich mit Bibelsbetrachtungsdetektor. Und sie als okay, ich mache das mal einfach ein bisschen schneller, Leute. Dass man so ziemlich überall Dinge herstellen kann. Ich habe ein paar Blutgranaten mitgebracht. Ja, einfach mal ein bisschen schneller weitermachen. Bergungsanfrage, dein Partner. Ich habe keine Ahnung, wer ich bin, aber dich kenne ich. Du bist Sam. Ich bin nicht Sam. Sam, Bam, Bam, Mann, Menno. Du hast den Chip, so viel weiß ich. Und irgendwas mit einer Brücke, Sam Porter Bridges. Dieser Bridges hat mit dem Daten auf dem Chip meine Systeme aktiviert. Was ist denn das für eine komische Mail? Wir machen einfach mal weiter hier. Bots. Bring mir mein Timefile-Port. Zeitregenfarm. Die verzeiht. Die Leute sind das warten. Leid. Okay. Der alte. Das sind alles so unwichtige. Die gelben sollen wohl sehr. Sklaven des Weizen. Wir haben wohl mehr Weizen angebaut, als wir ernten könnten. Selbst ein Bot würde mit den Mengen nicht fertig. Sag mal, hast du diese neue Alt-Track-Funktion ausprobiert, die wir dir gegeben haben? Ein Funktion. Bodenanalyse können wir machen mit irgendwas hier. Komisch. Wie weit sind wir mit den Mails hier? Das lieben. Danke, dass du unseren Freund gerettet hast. Du kamst gerade auch jetzt dort. Also das war mit den Blutlieferungen. Also wo wir die Blutlieferung gemacht haben. Weizen ist ja klasse, aber. Dein Dank an einen wahren Boden. Die ganzen Likes, die man hier bekommt, Leute, dafür lohnt sich schon, die E-Mails zu öffnen. Hat eine bessere Verteidigung und kann besser Jaiba Kusanagi genannt. Sensoring, Sicherheitssystem. Transzendiere dich einfach auf einen Masten. Okay, das Ding ist, wurde über das Motorrad erklärt. Dieses Jaiba Kusanagi können mal weiterspringen. Verheiratet zu sein ist scheiße. Machst du mir immer noch den Rücken damit kaputt? Zeug durch die Wildnis zu schleppen kann. Sehnst du dich nicht manchmal nach Gesellschaft? Ich habe mich früher danach gesehen, jetzt nicht mehr. Unter uns gesagt, glaube ich, dass ich allein ein einfaches Leben hätte. Ich konnte tun lassen, was ich wollte. Niemand meckerte und maulte wegen jeder Kleinigkeit herum. Was hat diese Frau davon, zu verdammt pingelig zu sein? Ich sag's dir, ich kann's dir einfach nicht recht machen. Du hättest bei unserem Stand neulich dabei sein müssen. Weißt du was? Der Volksmund hat recht. Großes Vertrauen führt zu Verachtung. Heirate niemals Sam. Heirate niemals Sam, ja. Nee, die Granaten, okay, das kennen wir. Und meine zweite Pizza, noch eine. Mensch, Peter Engler, du willst ja nur Pizza haben. Glühendes Licht, okay. Bergungsanfrage, hol mein Chip von den Mules zurück. Lake North City. Okay, wir haben auf jeden Fall sehr viele Sachen hier liegen gelassen. Otterkapuze schon ausprobiert. Nee, die Cosplayerin tragt eine Otterkapuze. Gemacht. Das weiß ich für diesen getestet. Eins mit dem Wasser ist die aufgenommen, dass ich sogar ein Blitzlogo auftauche. Oh Mann. Das ist auch sehr viel. Rennstrecke deiner Träume. Spende einfach die notwendigen Materialien, wie du es für jede andere Konstruktion auch tun würdest. Und die Traumrennstrecke wird Realität werden, Mann. Ich wünschte, ich könnte der Erste sein, der es sie testet. Doch nicht. Ich werde hier gebraucht, so viel. Also dann bist du eine große. Voraus durch zuallererst musst du die Rennstrecken Materien in Farben sehen. Okay, wir können auf jeden Fall sehr, sehr viel bauen, Leute, mit den Straßen und Rennstrecken. Die ganzen Likes, das nehmen wir mal alles mit hier. Wir haben geheiratet, das war die Mail, wo die noch glücklich waren. Und jetzt sind die nicht mehr so zufrieden. Eine Katzensprünge von. Glaube ich, sie kann nicht gut, um die Verdauung wieder in Gang zu bringen. Das Wasser drunter. Unser Wein, dein Bein und gestern die Beine. Okay, da wird uns eine heiße Quelle quasi beschrieben, wo wir zu heißen Quellen kommen, um uns so ein bisschen auszuruhen. Benutzt du schon Vorratstaschen? Ob du Vorratstaschen benutzen kannst, du problemlos ein oder zwei zusätzliche Blutbeutel verstauen. Und du weißt wohl besser als jeder andere, wie sehr die GDs das Zeug hassen.
Müll entsorgen. In der Nähe meines Bunkers hat sich ein Haufen Müll angesammelt, der entsorgt werden muss. Es gibt allerdings ein Problem. Einige der erwähnten Abfallprodukte könnten mit Chiralium verseucht sein, weshalb sie ausschließlich im Kradersee südlich von hier entsorgt werden müssen. Okay. Wir können da Aufgaben für den guten Mann erledigen. Diese ganzen Müllentsorgung. Ich war ja schon mal beim Schrotthändler und da lagen ja immer sehr viele Kisten da. Und diese ganzen Kisten, die sollen wir also liefern. Oh, das sind ja richtig sehr, sehr viele E-Mails, Leute, die wir hier jetzt uns angeguckt haben. Okay. Ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben uns zumindest alles mal angeschaut. Wir müssen zu Mama zurück. Nützt nichts. Wir haben richtig viele Likes nochmal abgegriffen. Wir müssen zu Mama und mit ihr einmal sprechen. Also das heißt, wir müssen Richtung South North City. Das wird auf jeden Fall eine Tortur, um da anzukommen. Das könnt ihr sicher sein. Ich würde sagen, wir machen erst einmal Schluss. Ja, ich dusche nochmal, esse was. Also geduscht habe ich. Ach, ich kann ja den Fragile-Sprung hier jetzt benutzen. Sehr, sehr geil. Den Fragile-Sprung werden wir benutzen und dann werden wir nach Mama reisen, mit ihr einmal sprechen und gucken, wie wir Lockne rumkriegen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und gerne ein Abo dalassen, wenn ihr mich unterstützen wollt. Ansonsten, Leute, bis zum nächsten Mal. Und ciao.